So, da sind wir wieder bei One Piece und bei der Entscheidungsschlacht. Und die Frage des Parts ist, wie wäre das alles ausgegangen? Also was glaubt ihr, wenn Ruffy schon Gear 4 gehabt hätte? Und ja, mehr möchte ich jetzt nicht spoilern. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch eine Frage dazu stelle, aber die lassen wir. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an. Wir gucken uns erstmal die Legende an. So, ne? Die Entscheidungsschlacht abschließen. Abschlusszeit S. Auf schwer abschließen. Kusa mit dem Kizuna-Angriff besiegen, diese typischen S-Sachen, die Schatzereignisse und besiege alle starken Gegner. Schatzereignisse besiege mit Fragezeichen, 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 jeweils mit Ruffy, Ivankov und mit Buggy. Okay, ich würde sagen, wir starten dann auch gleich mal und ich spiele, wie gesagt, weiterhin mit Ruffy und Münzen können wir jetzt keine mehr verwenden, aber der ist ja auch schon relativ gut gelevelt, würde ich sagen. So, ich würde sagen, Säge setzen. Husch. Yadoga! Und weiterhin, ich kann immer noch Japanisch. Merkt euch das. Bin mal gespannt, wie die das aufgebaut haben. Ich denke mal, es wird ein langer Part. So. Ich rette Ace. Ja, das wäre gut. So, Kapitel 4, Episode 3, die Entscheidungsschlacht. Ivankov, Krokodil, Jinbei, nado, nadatar Shujin tachi wo makikonde, Impel Down wo dashitsu shita Luffy wa, Kaigun sen wo notori, Ace no shokei ga okonawareru Kaigun Honbu, Marineford wo mezashita. 一方マリンフォードではエース奪還に現れるであろう白ひげ海賊団に備えてすでに大兵力が集結していた。エースは新世界に君臨する四皇の一角白ひげ海賊団の二番隊隊長であり、白ひげエドワード・ニューゲートとは実の親子よりも固い絆で結ばれていたからだ。海戦に先立ち海軍本部元帥戦国は海兵たちに戦争の意義を語り始め、その中でエースの驚くべき出自を明かす。エースの本当の父親はかつての海賊王ゴールディ・ロジャーだったのである。衝撃の事実に海兵たちがどよめく中、マリンフォード湾内に突如巨大な海賊船が浮かび上がる。大海賊時代開幕以来最大の戦いが今始まろうとしていた。湾内海底に影が！うららららららららら、ら何十年ぶりだ戦国。俺の愛する息子は無事なんだろうな。うららららららら、ちょっと待ってな、エース。おやじ！勢力で上回ろうが、勝ちと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。うららららららららららららららららら、ナイスエイジ。青キジ、若造が。久しぶりだな、白ひげ。なぜお前が白ひげをかばう？やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔かぶってたやつによく似てるな。おっさん、シャンクス知ってんのか？これ預かってんだ、シャンクスから。兄貴を助けに来たのか？
そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うるせえ。おめえがそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。クソ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ。放ったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。Ach ja, eine epische Szene, kann man nicht anders sagen. So, ich bin mal gespannt. So, suche das Schafott auf, rette Ace, Ruffy oder Whitebeard fliegt, erlange die Kontrolle über... Ja, das kriegen wir hin. So, fand ich super, super geil, die Szene, wo Ruffy auf Whitebeard traf und die schon irgendwie Respekt zueinander hatten, aber irgendwie, ja, Whitebeard natürlich noch drüber stand. Aber dass Ruffy das schon wieder so dargestellt hat, dass ihm das egal ist und er einfach sein Ding durchzieht, dass er schon Respekt hat, aber ich kann das gar nicht so richtig erklären. Auf jeden Fall, ich habe jetzt gesehen, dass das als deutsche Synchro rausgekommen ist und möchte ich auf jeden Fall noch komplett gucken. So, Whitebeard als Kollege sollte eigentlich sehr, sehr, sehr gut sein. Bin ich mal gespannt. Ja, sehr schön. So wünsche ich mir das. So. Vor Tashigi brauchen wir jetzt weniger Angst haben. Ich denke mal, die haben wir relativ schnell platt. Bin mal gespannt, wen die jetzt hier alles eingebaut haben und wen nicht. Ich hoffe, der Kampf mal wieder gegen Falkenauge, das fehlt mir ein bisschen. So die Samurai, gegen die zu kämpfen, finde ich mal mega geil. Generell, das ist so unglaublich geil in Szene gesetzt, dieser Krieg. Ich habe mir das zwar ganz anders vorgestellt, aber Leute, wie geil ist das denn gewesen? Also komplett unglaublich geiles Chapter, anders kann man es nicht sagen. Eines der besten, die ich überhaupt gesehen habe. Mega geil. So, gehen wir mal nach da hinten hin und nehmen das mal ein. Ach, da ist ein Fragezeichen-Charakter. Oder da ist mein Schatzereignis. Ich werde das natürlich offscreen noch mit den anderen nachspielen. Mal gucken, wie das noch so wird. Ach komm, machen wir die hier mal eben platt. Muss ja sowieso hier noch alles auf... Ausrufezeichen spielen. Ich habe überlegt, ob wir das nicht irgendwann mal im Livestream machen. Fände ich eigentlich besser, als wenn ich das jetzt komplett offscreen mache. Ach, hier komme ich schon wieder nicht rein. Super. Habe ich denn jemanden, der da vielleicht reinkommen könnte? Komme ich denn noch überall hin? Ah, hier könnte ich auch noch ein bisschen aufräumen. Okay. So, sehr schön. Machen wir mal ein paar Ausrufezeichen. Mit Whitebeard geht das relativ schnell. Alter! Wer greift mich denn hier an? Bestimmt... Wer ist denn hier jetzt am Fliehen? Ich blick hier schon wieder gar nicht durch. Meine Fresse. Du stirbst jetzt erstmal. Tschüss! So. Meine Fresse. So. Ach, jetzt lebt immer noch jemand, der wohl meint, einen auf dicke Hose machen zu müssen. So. Tschüss! Jetzt aber. Tschüss. So, danke. Oh, wie viele Admiräle-Kommandanten sind denn hier, ey? Sehr schön. So. So geil in der Synchro. Also muss ich sagen, haben die auf Deutsch nicht so gemacht. Ich freue mich da schon richtig, das nochmal auf Deutsch nachzugucken, weil ich bin kein Fan von Untertiteln. Ich mache es eigentlich nur, weil ich es muss. Und das ist auf jeden Fall ein Teil, den man auf jeden Fall nachgucken sollte, weil er einfach ultra mega geil ist. So, wer wartet denn da jetzt am besten auf mich? Ich könnte mir vorstellen, dass das die kleine Auseinandersetzung mit... Ach, Hancock! Okay, da bin ich ehrlich... hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Muss ich jetzt gegen die kämpfen, oder was? Ah, wahrscheinlich ist sie noch sauer. Ich meine, die hätten nicht gekämpft. Da bin ich mir jetzt aber unsicher. So, komm. Machen wir die hier erstmal alle platt. So, sehr schön. So, sehr gut. Wer ist denn hier schon wieder kurz? Ach so, erlange die Kontrolle. Ich glaube, der sagt mir nur, dass ich die Kontrolle erreichen muss. Nicht, dass hier jemand am Fliehen ist. Das wird mir ziemlich auch noch fehlen. Ich muss zum Glück nur auf Whitebeard aufpassen und... Der kann eigentlich auf sich allein aufpassen. Ah, Smoker! Hi! Ah, schöner Kampf. Schatzereignis, okay. Hancock!
黙れ。怒りゆえ何も耳に入らぬ。そなたよくも我々の愛しき人の邪魔をしたな。生かしてはおかぬ。こんなに怒りを覚えたことはない。そなたを切り刻んで獣の餌にしてやる。クジャの覇気か。ハンゴック。はい。大軍の邪魔をしててめえが後でどうなるか分かってんのか。何をしようともわらわは許される。道を開けよ。Okay, dann machen wir Smoker mal eben platt. Sollte ja wohl auch nicht mehr so das Problem sein. Ah, ich würde aber gerne mal wieder so einen richtigen, nochmal so einen richtig schönen Kampf zwischen Ruffy und Smoker sehen. Ich glaube, dass Ruffy natürlich mittlerweile überlegen wäre, aber dass man auch mal sieht, wie sich das alles gewandelt hat. Ich weiß, dass Law Smoker relativ einfach platt gemacht hat, genauso wie Flamingo. Aber trotzdem, das war so ein epischer Kampf damals und eigentlich habe ich mir gehofft, dass Smoker, ich sag mal in Anführungsstrichen, mehr Stärke aufweist irgendwann und mal schön Admiral wird und richtig krass gegen Ruffy anstinken könnte. Das fände ich mega geil, aber dazu ist es ja noch nicht so wirklich gekommen. Aua. So. Ja, die machen mir hier alle schon deutlich mehr Schaden als in den letzten Parts. So, ich weiß nicht, ob ich Smoker erwische. Sah zumindest nicht danach aus. Nee. So, komm. Damit haben wir ihn gleich, oder? Kommst du so weit? Nee, kommst du nicht. So, jetzt habe ich dich aber, oder? Ja, tschüss. Sehr schön. Tutorium eingenommen. Okay, beruhig dich. So, Ruffy hat Smoker besiegt. Gehen wir mal weiter. Gucken wir mal, wo wir jetzt als nächstes reinkommen. Hier können wir auf jeden Fall erstmal ein paar Gegner killen in der Zeit. Oh, schon gegen Sengoku kämpfen? Das glaube ich nicht. So, Bär zieht sich zurück. Ich wusste gar nicht, dass Bär da war. Wo war der denn? So, komm. Boah, die Kommandanten werden immer stärker, ey. Hancock zieht sich auch zurück. So. Du gehst mir auf den Sack, Kollege. So. Die haben die Tore geöffnet. So, zack. Dann machen wir dich mal eben platt. Sehr schön. Müsste ich hier vorne reinkommen. Sehr gut. So, Whitebeard, mach mal hier ein bisschen. Mihawk ist aufgetaucht. Ah, sehr schön. Die Frage ist, wie komme ich denn jetzt am besten zu Mihawk? Alter, wie schnell hast du das denn jetzt eingenommen hier? Sehr gut. Takanome! Omeda! Sekai ichi no zangeki o! Sanbantai taichou! ダイヤモンドジョゼ、いきなりキングは取れねえだろうよ。いあれは一番大隊長、不死鳥マルコ。隊長たちも出てきたぞ。止めろ。マーコス、auch so ein unglaublich geiler Charakter, der für mich noch komplett unterschätzt wird. Die Weltregierung hat ja gesagt, dass Marco einer der wenigen ist, die es hätten mit, oder die es mit Teach noch aufnehmen könnten. Das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr geiler Kampf. Ich hätte auch gerne mal gesehen, wie das gewesen wäre, wenn Whitebeard nicht so eingeschlagen gewesen wäre und wie er sich dann geschlagen hätte gegen den guten Blackbeard. Die haben ja, die ganze Crew hat ja auf den eingeschossen, dementsprechend konnte da auch nicht viel bei rumkommen. So, wo komme ich denn jetzt? Jetzt muss ich da unten lang, oder was? Okay, nehmen wir jetzt erstmal ein bisschen was ein. Ist ja auch egal. Ach, Akainu ist gekommen. Scheiße. Da muss ich ein bisschen aufpassen, glaube ich. So. Ah, die räumen da unten jetzt gerade richtig auf, oder was? Scheiße. So, dann ziehen wir uns gleich mal nach da unten. Aber ich will jetzt erstmal hier ein paar Ausrufezeichen schmeißen, damit ich hier zumindest eine gute Bewertung kriege. Aber wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass ich hier noch ein bisschen nachspielen muss. So, wo sind sie? Da unten. Da haben wir einen Marinekommandant. Okay, den muss ich wohl in der Zeit besiegen oder beide in der Zeit besiegen. So, tschüss. So, Tschüssikowski. Nicht ganz besiegt. Ich hoffe, ich treffe dich jetzt noch. Ja, das sah aber gut danach aus. So. Komm.
So, geh down. Sehr gut. So, haben wir jetzt hier alle? Was muss ich denn jetzt schon wieder genau machen? Scheiße. Ah, nicht Armee-Infos. Kampfgeschichte. Hilfe, schnell auf dem Weg. So, jetzt mach hinne. So. Damit solltest du jetzt hier aber ohne weiteres durchkommen, oder? Oh, jetzt sind... Ich check's schon wieder nicht. Was ist denn jetzt los? Ja, komm jetzt. So. Hä? So. Du musst doch nur hier durchkommen, oder? Ja, komm, komm. Anscheinend hast du es dann. So. Jetzt halte ich nicht an diesem komischen Spacken auf. Ja, und jetzt? Ach, er soll jetzt schützen, oder was? Ja, dann setz mal deinen Hieb ein. Ah, okay. Hast du schön gemacht, Jutsu, hast du schön gemacht. Hm, aufgehalten. Ha, mir doch egal. Was soll ich tun? Ja, jetzt gehst du dahin. Wie komme ich dahin? Machst du vielleicht mal Tore für mich auf oder so? Wäre vielleicht mal ganz nett. Ach, das ist doch nervig. Ich habe schon wieder keinen Plan, wo ich wirklich lang muss. So, die Attacke ist scheiße von ihm. Ah, da ist jemand. Ah, Moria! Alter Kollege, dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Wo bist du? Moria? Ich sehe dich gerade nicht. Wo ist er denn? Dann machen wir mal so. Zack. Wo ist denn der gute Moria? Das sind nur seine komischen Zombie-Soldaten hier. Aber die machen wir erstmal platt. So, sehr schön. Moria selber ist hier aber nicht am Start, oder? So. Jutsu hat das Ziel erreicht. Sehr schön. Achso, jetzt macht Mihawk wahrscheinlich wieder so einen beschissenen Angriff. Ja, mach du mal deinen Hieb. So. Na, wie ich das finden soll, weiß ich auch noch nicht. Finde ich nicht gut umgesetzt, ehrlich gesagt. Jetzt mach doch mal wieder was Neues offen. Was haben wir denn hier drin? Berry. Mihawk, ich hab Bock auf dich. Ja, wieder irgendwo, wo ich nicht hinkomme, ne? Ach, jetzt muss der dahin. Okay, ich denke mal, das sollte aber kein Problem sein. Außer es kommen jetzt wieder 700 Millionen Gegner. So. Okay, es kommen wieder 700 Millionen Gegner. So, kommt her. Ach, ich bin gar nicht voll. Fällt mir gerade mal auf. Opala. Nee, das finde ich nicht cool umgesetzt. Ehrlich nicht. Das langweilt mich hier ein bisschen. Ist ja schön, dass er die ganzen Schläge abwehrt, aber... So richtig zur Story voran kommen wir hier überhaupt nicht, muss man einfach mal sagen. Schön, dass Buggy vorrückt. Aber warum sollten... Ja, das ist blöd. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ich habe hier jetzt ein bisschen mehr von erwartet, dass ich richtig schön drauf schlagen kann. Aber irgendwie... Nö. So. So, come on. Den guten Kollegen machen wir eben mit einer Spezialattacke platt. Jetzt komm doch, Junge! Wer hält dich denn jetzt noch auf? So. Ich nehme hier schon alles auseinander für dich. Ja, wenn die KI nicht mitspielt, ist das doch scheiße. Hallo, du musst dich beeilen. Boah, scheiß doch auf die Wichser, Mann. Lauf doch voran. Er kommt nicht voran. Wenn ich jetzt verkacke, bin ich sauer. Jetzt lauf doch! Scheiß doch auf die, Mann! So, tschüss. Ja, 7 Sekunden. Klasse. Das wird ja jetzt gar nicht eng oder so. 3, 2... Oh, Glück gehabt. Mein Gott.
So Zeitspielchen finde ich ja immer super geil. Ja, mach deinen komischen Scheißangriff, Mihawk. Los. Du standst da doch gerade. Warum bist du denn jetzt hochgesprungen? Erzähl's mir. So. Mihawk, ich will dich töten. Wohin gehen wir denn jetzt? So, Jutsu ist erschienen. Schön. Ah, ein Dialog.俺も出る。こっちも一気に攻め込むしかねえ。ついてこい、野郎ども。俺たち参加の奴らも全員あんたには第四がある。白ひげ海賊団のためなら命もいらねえが。白ひげが刺された。こんな茶番劇やめちまえよ、白ひげ。 もう海軍と話はついてんだろ。お前にとってエースは特別なんだ。だから俺たちの首と引き換えにエースの命を買ったんだろ。おめえ、仮にも親に刃物を突き立てるとはとんでもねえバカ息子だ。バカな息子を それでも愛そう。ふざけんな。お前は俺たちの命を。エースだけが特別じゃねえ。仲良くやんな。みんな俺の家族だぜ。俺が息子らの首を売っただと。海賊なら信じる者はてめえで決めろ。 俺と共に来る者は命を捨てて、ついてこい。俺はなんてこと、海軍に騙されたよ。すまねえ、おやっさん。すまねえ、エース。泣くことが報いることがよい。エースを助けるんだ。何としても。 Okay. Das finde ich, haben die... Ach, da ist so viel Potenzial drin. Das finde ich doof. Komm, mach offen. Mach offen. Ich will hier rein. Komm. Geht doch. So, jetzt wird aufgeräumt, Leute. Endlich. So, jetzt gibt's auf die Fresse von Whitebeard. Wer will auf die Fresse von Whitebeard? Nein. Finde ich schade, dass sie das nicht ein bisschen besser umgesetzt haben. Ich glaube, da wäre auch wieder viel mehr Potenzial nach oben drin gewesen. So langsam muss ich sagen, so zum Zwischendurchspielen macht's Bock. Aber das Spiel enttäuscht mich immer mehr. Ah, Falkenauge, geil. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist Falkenauge? Falkenauge? Ah, da bist du. So, jetzt kassierst du, Kollege. Ich habe mir ein bisschen... Ich glaube, ich erwarte ein bisschen zu viel von dem Spiel. Das ist ein bisschen schade. Das ist wirklich schade. Ich habe jetzt den ersten und zweiten Teil nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob die das besser da umgesetzt haben. Aber das, was ich jetzt hier zu sehen kriege, da bin ich der Meinung, da wäre mehr drin gewesen. Ich hoffe, dass die das in den nächsten Teilen ein bisschen besser machen. Aber ich befürchte leider nein. So, besiegt. Sehr gut. So, Falkenauge ist auch kein Gegner mehr. Nehmen wir das hier mal alles ein. Sehr schön. So. Können wir jetzt weiter oder nicht? Ja, Mihawk, endlich bist du mal down. Das trägt mich nämlich auch schon auf. So, was müssen wir denn jetzt als nächstes machen? So, schön, dass sie verschwunden ist, aber... Warum nicht mehr von solchen Sequenzen? Das hätte ich mir gewünscht. So. Ich denke mal, wir müssen jetzt da oben lang.
これより速やかにポートガス D エースの処刑を。 Zumindest der einzige Weg, der noch richtig offen ist. So, schnell, schnell, schnell. Okay, der hat sich zurückgezogen. Dann kämpfen wir mit Whitebeard halt weiter. Stört mich auch nicht. Im Gegenteil. So. Ah, Dings ist erschienen. Ich glaube, das ist auch der Gegner, den wir besiegen. Ah, oh, Jinbei ist aufgetreten. Wie geil ist das denn? Endlich mal coole Charakter, die auftreten hier. Okay, Marco ist auch cool, muss man auch mal sagen. Ich spiele jetzt halt nur mit Whitebeard. Ich denke mal aber, dass ich auch mit Marco kämpfen könnte. Das wäre natürlich auch mega geil. So. Auf zum Vormarsch. Okay, die sind da zugange. Ich guck mal, was hier so abgeht. Wir nehmen schon mal ein bisschen mehr ein, würde ich sagen. So. Wo ist der denn? Ach, da unten. Komme ich denn da jetzt am besten hin? Komme ich da überhaupt schon hin? Ich hoffe, ich kann ihn schon besiegen. Ah. Kajoniert. Oh, jetzt habe ich schon wieder voll den Überblick hier verloren. Ist schon wieder viel zu viel auf der Karte los. Ich würde sagen, wir machen mal einen Kizuna-Angriff. So, sehr gut. So, Whitebeard, jetzt legen wir mal richtig los hier. Danach packen wir mal Jinbei in die, Ah, fuck you, ey. So, weißt du was? Mir reicht's jetzt gerade. Mir reicht's gerade richtig. So, tschüss. So. Tschüss. So geht das nämlich. Dankeschön. So, Jinbei. So, jetzt machen wir uns den einmal voll. Wer ist da jetzt wieder aufgetaucht? Oder wer ist da wieder zugange? Ich blick hier nicht mehr durch. Jetzt machen wir ganz schnell Jinbei voll. So, sehr schön. Sofort auf 2. Steckt irgendjemand in Schwierigkeiten? Ach, Kozu, Jutsu. Okay, Whitebeard irgendeine Tür eingehauen. Sehr schön. Danke. So, Jinbei, was machst du denn für eine Attacke? Sollte eigentlich reichen, um hier ein bisschen abzuräumen, oder? Ja, sehr schön. So, hau rauf. So, alles schön einnehmen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass Jinbeis Plan unterstützt wird und er schafft, hier hinzukommen. Das ist okay, das kriegen wir hin. So, mit Jinbei sollten wir auf jeden Fall eine längere Kombination hinkriegen, weil wir mit dem ein höheres Teamlevel haben. So, aber die Attacke gefällt mir gerade nicht. Kann ich eine bessere mit ihm machen? Ja, die möchte ich. Die ist besser. Ah, Fluchtversuch, super. Komme ich denn da jetzt am schnellsten hin? Wahrscheinlich gar nicht. Darf der jetzt fliehen? Ja, darf er. Dann scheißen wir mal drauf. Dann nehmen wir hier mal ein bisschen weiter ein. So, gehen wir hier ein bisschen rein.何がおかしいかって、この時代の真ん中にいる感じさ。しまった。お前ら、俺から離れろ。やめろ。ドフラミンゴ。海賊が海軍が正義。そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと。 戦争を知らねえガキどもの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝つって？そりゃそうだろう。勝者だけが正義だ。 Ah, okay, schöne Ansage. So, dann machen wir den Penner jetzt erstmal platt. Sollte nicht der letzte Gegner sein, oder? Ne, Kusan ist der letzte, okay. So, wo ist er? Hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, der wird ziemlich stark sein. Oh, es geht. Ja, da kann man auf jeden Fall schon mal Probleme kriegen, glaube ich. So, ich denke mal, wir ziehen mal in den Kizuna. Dann werden wir Flamingo auch mit Kizuna platt machen. So. Ja, sehr schön. Das sollte eigentlich dennoch relativ easy werden. Ich hoffe, der lässt gleich ein schönes, dickes Stück Fleisch liegen. Das finde ich übrigens auch doof. Das hätte man irgendwie One Piece-mäßiger machen können. Dass diese Mega-Aufladung irgendwas anderes symbolisiert. So, komm.
So, jetzt solltest du richtig auf die Fresse kriegen. Whitebeard, Jinbei. Yes! Boah, das wäre auch ein geiler Kampf gewesen. Jinbei gegen Flamingo. So, können wir mal mit Marco zusammen kämpfen. So, tschüss! Ach, immer noch nicht besiegt, scheiße. Langsam wird es aber mal Zeit, dass du down gehst. Okay, jetzt müssen wir gleich mal aufpassen. Nicht, dass Jinbei flieht. Sehr gut, so. Lässt du was Gutes für mich liegen? Ja, das habe ich nämlich gedacht. So, sehr gut. Wie können wir denn hier... Wir können doch auf jeden Fall noch ein paar Leutchen platt machen. Das werden wir auch mal tun. So, gehen wir mal da hinten hin, räumen da ein bisschen auf und warten, bis Jinbei seinen Plan da geschafft hat. Muss ja immer noch Kison, Dings kommen. Jetzt habe ich schon wieder hier Wortfindungsstörung. So. Oh, geil! Hat der richtig Bock, mit dem hier zu kämpfen. Schade, ich hätte eigentlich auch mal Marco benutzen können. Aber kommt alles im Traumlock, wie versprochen. So. Ja, ich begebe mich gleich zum Ziel. Ich will jetzt aber hier ein bisschen aufräumen. Sehr schön, Marco, räum auf. Was macht der denn, wenn ich das hier mache? Boah, auch geil. So, eingenommen, sehr schön. Dann gehen wir jetzt einmal zu Jinbei. Jinbei hat mit Kizaru angefangen zu kämpfen. Wo ist denn Kizaru? Warst du das? Ach da, okay. Kurz vor der Flucht. Da muss ich natürlich jetzt eben außen rum gehen. Lauf, 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 lauf. Hallo Jinbei. Alles fit? So, Kizaru, Kizaru. Du scheinst da zu sein. Whitebeard ist da hinten. Ah, oh, Whitebeard ist auch in Schwierigkeiten. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Zur Not. Ah, Kacke. Ich glaube, die dürfen aber. Also, Whitebeard dürfen immer nur Jinbei und Dings noch fliehen. Sehr gut. So räumen wir auf jeden Fall schnell auf. Wir müssen auf jeden Fall alle starken Gegner besiegen, ist das Problem. So. Vista steht kurz vor Rückzug. Darf der fliehen? Darf er, okay. Gucke ich einmal hier rein, was hier los ist. Ach, hier ist Moria noch. Hätte ich fast vergessen. So, Moria, du gehst jetzt als erstes down. Das sollte relativ schnell gehen. So. Okay, Vista flieht, ist mir scheißegal. Soll er doch. So. Gehört halt nicht auf meiner Agenda. So, Moria, komm schon. Solange du jetzt Ost nicht auspackst, ist mir das relativ egal. Da. Sehr gut. Ja, ich glaube, die Spezialangriffe sind gar nicht mehr so gut. Ich denke mal, die Kombination mit bestimmten Charakteren sind besser. So, komm. Ah, Moria, mach jetzt hinne. So, tschüss. So, sehr gut. Einen noch, dann haben wir ihn, glaube ich. Ja, genau, Buggy gegen Kizaru zu kämpfen, natürlich. Das ist natürlich clever. So. So, damit haben wir Moria besiegt. Sehr schön. Den Rest ignorieren wir hier jetzt einfach mal. So, wie komme ich denn da jetzt am schnellsten? Okay, ich glaube so. So, Moria zieht sich zurück. Sehr gut. Komm, 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 komm. Waffi, 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 Waffi. So, wir müssen uns, glaube ich, keine Sorgen machen, dass wir hier irgendwas verkacken. Ja, Buggy flieht. Ist mir auch scheißegal. Aua. So. Jetzt kriegst du erstmal auf die Fresse. Da wird auf jeden Fall kein einfacher Kampf, glaube ich. Ach doch. Ich nehme alles zurück. Aua. Zack. Hier ist auf jeden Fall scheiße zu treffen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich habe Marco dabei. Dementsprechend solltest du gut kassieren. So, komm. So, begib dich zum Ziel. Ja, ich weiß. Aber erstmal hier komplett aufräumen, ja? Liebes Spiel. Komm, machen wir mal eben den schönen Angriff. Nachspielen müsste ich ja so oder so noch, dann kann ich ja gucken, ob ich jetzt von denen noch was zum Aufladen kriege oder nicht. Wenn nicht, ist mir halt auch scheißegal. So. Sehr gut. Und jetzt gibt's für dich noch auf die Fresse. So, machen wir einen schönen Gemeinschaftsangriff. So. So, Marco. So, das hat gesessen. Sehr schön. Hast du noch ein Stück Fleisch für mich?
Nicht? Oh, ist doch doof. Hier ist nichts. Und so was ist scheiße. Das kann ich wahrscheinlich den wieder nicht vernünftig besiegen, außer ich finde da ein Stück Fleisch. Natürlich jetzt meine Aufladung verschwendet, aber shit happens. Manchmal muss man halt ein Risiko eingehen. So. Bin mal gespannt, wie der Kampf gleich wird, ob der schwer wird, aber irgendwie fehlt mir hier noch ein bisschen was. Ich glaube nicht, dass das schon der Krieg gewesen ist. Ich glaube, da kommt noch was. Aber eine zweite Karte in einem Part, das kann ich mir nicht vorstellen. So. Ich bin am Ziel, oder? Ja. So, kann ich mich denn hier irgendwo frisch machen oder kann ich nicht? Das ist mir egal. Oh, sag nicht, ich hätte wieder was aufbewahren müssen. Das wird mich jetzt ne... Ah, sehr schön. Wo ist er? So, machen wir ihn jetzt erstmal platt. Sehr gut. Das sollte eigentlich relativ einfach gehen. Hoffe ich. So, ich hoffe nur, dass ich mit ihm den Kizuna-Angriff schaffe. Sonst muss ich das wenigstens beim Nachspiel mit den anderen nicht mehr machen. Boah, wie geil das wäre, wenn die so richtig mal zusammen auf die ganzen Admirale drauf gekloppt hätten, ey. Hallo. Ganz ruhig. Warte mal, war das nicht ein anderes Ereignis am Ende? Warte mal, nicht Kampfgeschichte, sondern Legende ansehen. Kusan. Sehe ich nicht Kusan. Vielleicht kommt hier noch ein Kampf nach. Wir machen ihn trotzdem mal mit einem Special-Angriff fertig. Vielleicht ist das hier irgendwie ein Spielfehler oder so. Kann ich mir zwar nicht ganz vorstellen, aber... Shidevins. So. So. Komm, 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 komm. So, jetzt kassierst du. Ich denke mal, genug Soldaten sollte ich aber besiegt haben für einen guten Rang. Ich hoffe es zumindest. So, da. So, wir gehen schon mal in Kizuna-Angriff rein. Ich denke mal, mit einer Vierer-Kombo hier sollten wir das auf jeden Fall schaffen. So. So, komm. Ja, komm. Wir haben ihn, glaube ich, erwischt. Ich denke mal, das sollte reichen. Wenn nicht, dann bin ich traurig. Ja. So sieht's aus. Das ist keine Chance. Ja. Sieg. Sieg. だけじゃねえ麦わらのルフィ力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。それ見たことか。だから言わんこふっちゃなっせべる。息はあんの麦わらボーイ。 いわちゃん、離せ。おっさん、俺は。こいつはもう十分やった。手当てを。はい。いらねえ。そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは、俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。 Okay. Also doch noch nicht alles geschafft. Sehr gut. Was heißt sehr gut? Warte mal, was habe ich denn hier jetzt wieder verkackt? Ich habe wohl wahrscheinlich wieder irgendeinen starken Gegner liegen gelassen, aber ich weiß nicht wen. So, jo, nehmen wir. Haben wir was für Ruffy? Ne, haben wir nicht. Okay. Crocodile hat True Level erhöht. Sehr schön. Sehr schön. Marco kann im Traumlock benutzt werden. Sehr schön.
Okay, also kommt da noch was? Das ist schon mal gut zu wissen. Ich habe mich schon... Ah, das Ende des Krieges, wollte ich schon sagen. Okay, hier gibt es viele Schutzereignisse. Was haben wir denn hier jetzt, wen haben wir denn nicht besiegt gehabt? Schatzereignis, ja, das ist klar, dass wir das nicht geschafft haben. Bekämpfe Mjok mit... ach, Bär habe ich nicht besiegt, aber den habe ich auch irgendwie nicht richtig zu Gesicht bekommen. Und Kusana, natürlich habe ich den Kizuna-Angriff besiegt. Naja, egal. Okay, Leute, ich bin ein bisschen verwirrt, ihr hoffentlich nicht. Und wir sehen uns im nächsten Part von One Piece wieder. Ciao, Leute!